einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Heute gibt es wieder eine DM Haul Review von mir, also beziehungsweise einfach eine Drogeriemarkt, einen Drogeriemarkt-Haul von mir mit zusammen eine Review, weil ich die meisten der Produkte, also ein paar noch nicht so lange, aber die meisten der Produkte schon relativ lange bei mir habe und ich persönlich gucke die Videos auch ganz besonders gerne. Und wenn ihr die Videos auch so gerne guckt, dann könnt ihr auch gerne bei Sabrina vom Kanal Sabrina Cherie vorbeischauen. Die hat nämlich auch einen DM Haul für euch und da könnt ihr dann gerne gleich weiterschauen. Ich fange jetzt erstmal an mit so ein bisschen Bereich Pflege, habe ich mir gedacht. Ich habe es mal ein bisschen aufgeteilt heute. Super, super organisiert. Das ist jetzt die Balea Oil Repair Spülung, die ich euch auch in meinem letzten Favoritenvideo gezeigt hatte. Ich habe sie mir jetzt zum zweiten Mal nachgekauft und ich liebe sie. Ich dachte, ich nehme sie auf jeden Fall nochmal mit rein. Einerseits, weil ich sie nachgekauft habe und andererseits, weil ich dachte, dass vielleicht manche von euch auch mein Favoritenvideo noch nicht gesehen haben. Ich liebe den Duft davon total. Es riecht süßlich, aber nicht zu süßlich und der Duft bleibt euch auch in den Haaren. Außerdem macht sie die Haare total gut kämmbar. Also ich habe danach gar keine Probleme mit dem Durchkämmen bei meinen Haaren. Ja, keine Silikone sind drin, es ist überhaupt nicht teuer, also eine ganz, ganz tolle Spülung. Dann habe ich mir ein neues Shampoo gekauft und zwar das Balea Jeden Tag Shampoo mit grünem Apfel. Ich wasche mir nicht jeden Tag meine Haare, auf keinen Fall, aber der Duft hat mich so angesprochen, weil es nach grünem Apfel riecht und ich liebe Apfelduft. Und es riecht mega, mega frisch. Also ich finde, es riecht original wie Granny Smith Äpfel. Ich habe meine Haare jetzt noch nicht damit gewaschen, leider. Deswegen kann ich euch nicht ganz genau sagen, ob der Geruch in den Haaren bleibt oder nicht. Aber wenn es mir gefallen wird, dann wird es auf jeden Fall nochmal in einem der nächsten Videos von mir genannt werden. Und dann werde ich euch da mehr zukommen lassen. Auf jeden Fall ist es eine Limited Edition. Also wenn ihr auf Apfeldüfte steht, dann schnell zu DM. Dann kommen wir zur Gesichtspflege. Und da habe ich mir wieder nachgekauft das Micellenreinigungswasser von Garnier. Ich liebe dieses Produkt. Zum Abschminken finde ich es ganz, ganz, ganz toll. Mein DM hatte jetzt die letzten Wochen einige Lieferschwierigkeiten mit der Maxi-Größe von diesem Wasser. Von den anderen Farben überhaupt kein Problem, aber ausgerechnet bei dieser Farbe gab es dann Probleme. Aber die sind jetzt auch überwunden, Gott sei Dank, und deswegen konnte ich es nachkaufen. Da hat mich der Duft einfach überzeugt. Ich wollte das schon so lange haben. Ich mag die Verpackung total. Ich glaube, die Inhaltsstoffe sind auch nicht allzu gut. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Also sollte mir das gefallen, dann werdet ihr auf jeden Fall noch was davon hören. Außerdem habe ich mir dann auch eine Tuchmaske gekauft von Balea. Das ist die Aqua-Tuchmaske. Da ist dann so ein Tuch drin, was ihr rausnehmen könnt und euch aufs Gesicht legen könnt. Und gerade bei so einem Wetter wie heute, wo es super, super heiß ist, finde ich das total angenehm, wenn man sich was dann in den Kühlschrank packt und dann einfach sich aufs Gesicht packt und so eine richtig erfrischende Feuchtigkeitsmaske hat. Ich hatte die schon mal und hatte auch das Gefühl, dass sie wirklich meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt hat. Die Haut war danach auf jeden Fall richtig schön weich und hat sich schön angefühlt. Und Balea frische Sohlen, ich glaube, die kann man so im Entferntesten auch zur Fußpflege zählen. Und zwar finde ich die super, um sie in die Sneakers zu legen. Ich habe meine Sneakers jetzt eben gerade gewaschen, damit ich direkt danach diese frische Sohlen da reinpacken kann. Ich hatte die schon ganz, ganz, ganz oft. Ich finde das einfach angenehmer. So könnt ihr zum Beispiel auch eure Sneakers mal barfuß tragen, wenn ihr möchtet. Und könnt eben die Sohlen anziehen und dann fangen die nicht an zu stinken und sowas. Das ist einfach hygienischer, finde ich. Dazu muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen, weil das mein absolut liebster Augen-Make-up-Entferner ist. Ich habe den schon so, so, so lange, also wirklich schon mehrere Jahre lang, also schon über 3 Jahre auf jeden Fall. Und liebe den einfach, weil er meine Mascara so runterkriegt wie kein anderer Make-up-Entferner. Und ich habe mir nicht einen davon gekauft, ich habe mir nicht zwei davon gekauft. Und auch nicht drei. Ich habe mir tatsächlich ganze 5 Stück davon gekauft, weil es die bei Rossmann im Angebot gab. Und das kann ich euch empfehlen, wenn ihr den unbedingt mal ausprobieren möchtet. Der ist eh nicht teuer. Also ich glaube, der kostet regulär um die 1,39 vielleicht. Aber im Angebot kostet der 99 Cent. Und deswegen habe ich auch direkt zugeschlagen und habe hier 5 Stück gekauft. Das Öl Richesse von L'Oréal. Ich habe da ja wahnsinnig viel von gehört, aber wollte erst meinen Reinigungsschaum aufbrauchen, den ich vorher noch hatte. Ich habe es jetzt schon 1 Monat lang und auch wirklich 1 Monat lang durchgehend benutzt. Ich habe eben extra nochmal auf den Kassenbon geschaut. Und hier sind 150 Milliliter drin und ich würde sagen, es ist knapp. Ja, doch so ein Drittel ist ungefähr weg. Das funktioniert so, dass ihr dieses Öl auf euer trockenes Gesicht gebt. Also ich mache eigentlich immer 2 Pumpstöße. Hier hinten steht drauf 2 bis 3 Pumpstöße. Also ich mache meistens immer so 2 Pumpstöße und gebe mir das dann ins komplette Gesicht und massiere das schön ein. Und eure Hände müssen dabei auch trocken sein, ganz, ganz wichtig. Und dann macht ihr eure Hände ein bisschen nass und gebt eure Hände dann nochmal ins Gesicht und verreibt das dann nochmal. Und das Ganze wirkt dann wie so eine Emulsion und nimmt dann euer Make-up runter. Ich finde, dass das super gut funktioniert. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr gründlich. Und was mir vor allem daran so gut gefällt, ist, dass es so sanft euer Make-up runternimmt. Ich habe ja mittlerweile viel trockenere Haut als vorher. Und deswegen hat es mit diesem Reinigungsschaum nicht mehr so gut für mich funktioniert. Und deswegen bin ich so froh, dass ich das gefunden habe.
Wie gesagt, es ist nicht so günstig, aber dadurch, dass es mir jetzt wahrscheinlich 3 Monate halten wird, kann ich auf jeden Fall damit leben. Dann kommen wir zum Make-up und da habe ich in der letzten Zeit einiges ausprobiert. Als allererstes habe ich ausprobiert die Catrice All Matte Plus Foundation. Bisher gefällt sie mir ganz gut. Ich finde auch, dass sie mattiert und langanhaltend ist. Ich habe sie mir gekauft, weil ich einfach mal so verschiedene Foundations aus der Drogerie austesten wollte und schauen wollte, hey, was gibt es für Foundations und inwiefern unterscheiden die sich. Im Zuge dessen habe ich mir auch die Max Factor CC Cream gekauft. Von der habe ich schon in meinem Favoritenvideo gesprochen. Ich liebe diese CC Cream. Dann habe ich mir die The Nudes Palette von Maybelline gekauft. Ich habe euch dazu auch so ein First Impressions Video gemacht, wo ich mich damit geschminkt habe und so weiter. Ich habe 3 der 5 Naked Paletten von Urban Decay und trotzdem habe ich in dieser Palette noch Töne gefunden, die ich so noch nicht hatte. Ich finde die Lidschatten von der Textur auch sehr gut. Sie lassen sich sehr, sehr gut verblenden und schön sanft auftragen. Wenn ihr wirklich eine starke Deckkraft wollt, dann müsst ihr durchaus schon öfter in die Töne gehen. Gerade wenn ihr zwischendurch geblendet habt, weil ich finde, dass sich dann doch wieder viel wegblenden lässt. Aber ja, da könnt ihr ja dann einfach nochmal nachlegen und dann ist es kein Problem. So wie ich das mitbekommen habe, war die auch sehr, sehr schnell vergriffen. Von daher weiß ich überhaupt nicht, ob ihr überhaupt noch eine Palette davon bekommen könnt. Der Brow Satin von Maybelline. Ich habe jetzt die Farbe Dark Blonde, also für dunkelblond. Und das ist ja dieser Stift, der eine so sehr, sehr dünne Seite hat, eben mit einem Stift, wo ihr das so ein bisschen aufmalen könnt, ist so an diese Anastasia Brow Wiz angelehnt. Und dann hat er ein Ende, und das habt ihr mir erklärt, wo Puder im Deckel ist und dass deswegen an diesem Schwämmchen auch Puder dran ist. Also es hat keiner vor mir benutzt, so wie ich es dachte, sondern das Puder befindet sich tatsächlich im Deckel, damit man das so schön auswischen kann. Ich habe das versucht und ich muss einfach sagen, dass ich finde, dass dieser Blondton total daneben geraten ist. Ich finde, es sieht super, super grün aus, wenn ich das auf meine Augenbrauen gebe. Es ist einfach viel zu warm und es harmoniert überhaupt nicht mit meinem eigentlichen Ton. Ich finde, man muss sich auch erst an die Anwendungsart gewöhnen. Also es hat mich schon ein bisschen Zeit gekostet, bis ich dann raus hatte, wie ich das am besten auftrage. Dann hat es auch wirklich sehr gut funktioniert, aber die Farbe ist halt wirklich komplett falsch. Also ich kann euch jetzt nicht, wenn ihr blonde Mädchen seid, kann ich euch die Farbe nicht empfehlen. Und zwar gab es 30% auf alle Lippenstifte und Lipliner und sowas im Rossmann. Und da habe ich zugeschlagen, weil ich die schon immer mal ausprobieren wollte. Ich habe jetzt die Farbe Extreme Fuchsia genommen und muss sagen, dass ich begeistert bin. Ich trage ihn jetzt gerade auf, weil ich mir dachte, es passt ganz gut zum Video. Und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Es funktioniert eben so, dass ihr die farbige Seite zuerst auf eure Lippen auftragt und dann habt ihr hinterher am Ende noch so ein Stift, ich glaube, das ist einfach Vaseline, der jetzt bei mir natürlich schon ein bisschen rot gefärbt ist, weil ich den dann über meine Lippen gegeben habe, als es noch nicht ganz trocken war. Und ja, das soll super halten. Hier hinten am Ende, das sorgt einfach dafür, dass eure Lippen schön glänzen und dass es nicht so trocken aussieht. Und es soll super lange halten. Also ich war vorhin im Rossmann und ich habe hier so ein paar Sachen geswatcht und ich weiß nicht, ob ihr das hier noch sehen könnt. Ich habe das kaum abbekommen. Also ich habe das mit dem Eau Richesse versucht. Und mit Nagellackentferner habe ich es tatsächlich auch versucht, weil ich mir nicht mehr helfen konnte. Und ja, man sieht immer noch so ein bisschen was. Also ich weiß nicht, wie ich den später abbekommen soll, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, das ist so eine Möglichkeit für mich, tatsächlich auch zum Beispiel mit Freunden was essen zu gehen oder so und trotzdem eine farbige Lippe zu tragen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss ständig aufpassen, wie ich lache oder ob mein Lippenstift verrutscht ist, weil ich das tatsächlich irgendwie als total großen Stress empfinde, weil ich auch ein Mensch bin, der viel lacht und ich bisher so oft das Problem hatte, dass ich dann irgendwie so gerade an den Eckzähnen oder so, so Lippenstift hängen hatte und ich finde, das versaut dann echt so ein bisschen den Spaß. Und ja, dadurch, dass er so super hält und man einfach so alles damit machen kann, finde ich das echt, echt klasse. Und dann hat es mich erwischt, denn Essie hat wieder eine neue LE draußen. Ich weiß nicht, wie sie heißt, um ehrlich zu sein, aber es gab da einige Farben, die mir gefallen haben. Es gab zum Beispiel so ein Weiß mit Glitzer drin, wo ich dann gesagt habe, okay, du hast schon ein ganz normales Weiß, du brauchst jetzt nicht das mit Glitzer drin. Aber es gab einen Ton, der mir wahnsinnig gut gefallen hat und das ist der, den ich jetzt auf den Nägeln trage. Und zwar ist es die Farbe Saltwater Happy und das ist so ein richtig schönes Babyblau. Eins, was ich schon ganz, ganz, ganz lange gesucht habe. Ich habe ihn dann auch direkt lackiert, weil ich wissen wollte, wie er auf die Nägeln aussieht. Ich habe euch jetzt mal 2 andere Blautöne von Essie rausgesucht, die, wo man denken könnte, dass sie sehr, sehr ähnlich sind. Und wollte ihn einfach mal daneben halten. Also das ist jetzt zum Beispiel noch ein hellerer Ton. Das hier ist Find Me an Oasis. Da könnt ihr auch sehen, dass der eindeutig viel dunkler ist. Und der andere dazu,
Das ist der hier, das ist Cocktail Bling. Der ist auch sehr, sehr schön, ist im Standardsortiment. Ihr könnt, glaube ich, ganz gut sehen, dass ich jetzt definitiv keinen Blauton mehr dieser Art brauche. Außerdem habe ich mir dann auch noch von Evelyn so Nagellackhilfen gekauft. Das sind diese kleinen Dinger, die ihr euch zwischen die Zehen machen könnt. Und ich fand das total praktisch. Ich habe eigentlich immer meine Zehennägel lackiert, aber jetzt gerade im Sommer achte ich natürlich dann nochmal mehr darauf, dass es alles sehr, sehr, sehr schön aussieht. Und solche Teile sind da echt hilfreich. So, und jetzt kommen wir zum Essen und danach habt ihr es geschafft. Und zwar habe ich mir gekauft die Alnatura Basilikum Soße. Ich glaube, ich habe die euch auch schon in meinem Vlog gezeigt. Ich liebe, liebe, liebe diese Soße. Also ich habe wirklich jetzt auch schon verschiedene ausprobiert von diesen Alnatura Fertigsoßen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Fertigsoßen, aber die sind echt lecker. Und gerade die Basilikumsoße finde ich super, super lecker. Also die schmeckt so richtig schön tomatig. Ich glaube, das ist auch die günstigste Variante von allen. Also falls ihr auf der Suche nach einer leckeren Tomatensoße seid, probiert auf jeden Fall mal die aus. Die ist super lecker. Dann war ich im Rossmann und habe mir dort diesen fetten Agavendicksaft mitgenommen. Das sind 500 Milliliter. So eine kleine Packung kostet im DM, glaube ich, um die 2,60 Euro, 2,70 Euro. Ich glaube, 2,65 Euro kostet sie. Und da sind 250 Milliliter drin. Und die war einfach immer so schnell leer, dass ich mir gedacht habe, okay, ich schaue mal nach einer größeren. Und ja, die habe ich jetzt im Rossmann gefunden. Die ist größer, es ist nämlich die doppelte Menge. Und ich glaube, sie ist preislich sogar günstiger, als wie das dann eben oft so ist. Also falls ihr auch so ein Agavendicksaft-Mensch wie ich seid und den für alles Mögliche benutzt, um zu süßen, dann kann ich euch diese große Packung empfehlen, denn da spart ihr euch ein bisschen was. So, dann kommen wir zum letzten Teil für heute und dann haben wir es geschafft. Und zwar ist es ein Tee. Teekanne hat drei verschiedene neue Sorten rausgebracht. Ich glaube, eine ist Blueberry Muffin, die habe ich schon probiert. Dann hier Lemon Cake und es gab auch noch irgendwas mit Apfel, was auch super, super lecker klang. Den habe ich schon probiert. Ich habe schon eine ganze Packung damit ausgetrunken, zusammen mit meinem Freund zusammen. Und ihr glaubt nicht, wie süß das ist. Das ist so krass. Also da ist Stevia drin und ihr schmeckt es auf jeden Fall. Ich habe vorher noch nie Stevia irgendwie benutzt und wusste überhaupt nicht, wie das schmeckt. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, aber ich finde, es schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Und das war's von meiner DM Haul Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren jetzt so zwei, drei Produkte dabei, die ich noch nicht ausprobiert habe, zu denen ich euch dann auf jeden Fall mehr erzählen werde, sobald ich sie ausgetestet habe. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, bei Sabrina vorbeizuschauen, denn die hat jetzt noch mehr DM Haul Action für euch. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns am Freitag wiedersehen. Also bis dann. Tschüss!